So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Und das hoffentlich mit dem Finale jetzt so langsam, weil ich will ja eigentlich irgendwann mal dieses Projekt jetzt mittlerweile beenden. Viel ist es nicht mehr. Ja, wir wissen schon, wie der Endgegner ist. Klar, das ist nach der letzten Folge bekannt. Und ja, es tut mir leid, dass ich tatsächlich die letzten zwei Tage die Folgen ausfallen ließ. Ich habe einfach vergessen. Ich habe einfach ja nicht mehr daran gedacht, dass wir das, dass noch Folgen da sind, beziehungsweise keine Folgen mehr da sind. Oder beziehungsweise habe das ein bisschen unterschätzt oder... Nein, auf gut Deutsch vergessen einfach, dass das Projekt ausgelaufen ist. Ich dachte, ich hätte noch ein paar Tage gehabt. Nein, habe ich nicht mehr gehabt. Jetzt haben wir aber alles. Ich habe mich jetzt quasi die letzten Zeit lang mit Trinken ohne Ende eingeballert. Ich möchte ja irgendwann mal das Finale gehen. Deswegen. So, warte mal. Ich habe jetzt ein bisschen was. Also ich muss noch ein bisschen warten. Ich habe jetzt Relikt. Ich möchte gerne aber Kadaver noch haben. Das dauert alles noch ein bisschen. Und ja, das letzte Behältnis, das müssen wir auch noch machen. Belüchung 24, vor allem 24, weil der Gegner auf 32 ist, ne? Ja, dauert halt alles noch. Also, wie gesagt, wir müssen... Das ist die finale Mission. So rum ist es richtig. Ich habe jetzt wieder Tränke ohne Ende. Ich habe mich jetzt voll eingebaut, aber wir werden erstmal noch ich vermute, die drei Missionchen hier machen. Ich will auf Hörning auch Evada Kedavra noch haben mit Level 28. Das ist jetzt auch relativ bald. Und dann hoffe ich, dass wir das dann irgendwann hinbekommen, das Ding zuzumachen. Leider können wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir... Naja, wie ihr macht, ihr wisst, was ich meine. Gut, ja, wir gehen rein in die Fokussierung. Wie soll's zu Nati in die große Halle? Das werden wir tun. Ich guck mal gerade, wo mein Dings ist. Warte mal, jetzt muss ich gerade gucken. Haupthalle, ist das richtig? Ja, müsste eigentlich. So. So, gehen wir rein in die. Warte mal, ich dachte, war doch oben, okay? Ich dachte, mir wäre unten gewesen. Nein, war noch nicht. Ach, der ist da am Spielen, okay. Ich hätte das mit der Gitarre, aber gut, jetzt verloren, aber gut. Die dänischen Schlüssel, die würde ich jetzt nicht unbedingt noch machen. Peace. Weil das dauert alles noch ein bisschen zu lange, um die jetzt rauszusuchen. Ich weiß nicht, ob ich die vier noch finden muss. Ich müsste die alle noch finden. Wie gesagt, es fehlen vier Stück insgesamt noch. Ja. Also soll eigentlich jetzt das Finale werden. Und dann geht es nach Hogwarts Legacy. Geht es dann... Eigentlich war dann geplant... Und ich hoffe, dass ich es hinbekomme. GTA Roleplay. Vom PC. Momentan habe ich aber leider technische Probleme. Deswegen... Ja, ist es schwierig. Also wie gesagt, ich habe zwischen Problem, ich kriege das Ding zum Laufen. Sollte das nicht der Fall sein, geht es weiter mit Far Cry 6. Das war so dazu. Und nach Need for Speed geht es ja weiter mit GTA Vice City. Ja, die Definitive Edition. Aber jetzt erstmal weiter mit... Let's play Hogwarts Legacy. Der zweite Teil ist schon bestätigt. Manche Tage sind schwieriger als andere. Achso, die Stadt wäre jetzt noch was. Nati, gekommen. Ist alles in Ordnung? Manchmal verdränge ich die Abwesenheit meines Vaters und finde für ein, zwei Tage Frieden. Aber jetzt gerade nicht. Ich vermisse ihn. Vermisse es, mit ihm zu laufen. Vermisse das Matabeleland. Er sollte noch hier sein. Ich bin schuld, dass er es nicht ist. Es ist natürlich nicht deine Schuld. Es ist nicht deine Schuld, Nati. Du hättest nichts tun können, um es zu verhindern. Das sagt meine Mutter auch. Doch er starb, um mich zu schützen. Und ich kann nicht anders, als mich schuldig zu fühlen. Ich durchlebe diesen Moment viel öfter, als mir lieb ist.
Ich würde mich weniger hilflos fühlen, wenn ich Harlow und dem Rest von Rookwoods Bande wirklich ein Ende setzen könnte. Natürlich, du musst Rookwood ein Ende setzen. Und davon werden viele noch lange profitieren. Solange Harlow da draußen ist, gibt es keinen Frieden. Mit jedem Tag richtet er mehr Schaden an und lässt Menschen wie Archie Bickle die Konsequenzen spüren. Ja, Nati, wir kriegen ihn. Ich habe noch nie erlebt, wie sich jemand so sehr für etwas einsetzt. Danke. Wir kriegen ihn bestimmt. Blöde Frage, haben wir Rookwood nicht schon erledigt? Das war sehr hilfreich. Haben wir Rookwood nicht eigentlich sogar schon erledigt? So, was wollen wir jetzt machen? Als nächstes? Warte mal, warte. Weltkarte. Nee, Gott, von Hogwarts ist richtig. Das ist das letzte Behältnis. Hä? Was müssen wir denn als letztes machen? Hat die jetzt. Oh. Upsi! warte mal. Habe ich jetzt irgendwas verpasst, was wir machen müssen? Scheinbar ja, also sonst wäre das Behältnis würde ich. Ach komm, ernsthaft jetzt. Oder brauchen wir jetzt. Nee, halt. Ja, dann machen wir halt jetzt die. Wenn man jetzt steht in Stern, aber ich weiß es. Wollt ihr jetzt einfach nur mit uns quatschen? Die wollte nur mit uns quatschen? War das jetzt wirklich nur das blöde das Gespräch oder was? Okay. Na gut. Nee, aber eigentlich jetzt. Also ich jetzt echt, hä? Ich bin jetzt gerade ein bisschen. Warte mal. Doch, ist richtig. Sektors Grab. Wir müssen jetzt da hoch. Ich werde das nur darüber fliegen. Aber ich hätte es eigentlich erwartet, dass noch mehr kommen, oder nicht? War es wirklich nur dieses kurze Gespräch? Ich vermute, dass da noch was kommt. Jetzt ist er, warte mal. Nee, es ist schon richtig, alles so. Vorfahren, Abstrahl. Das geschah, nachdem du den Mondstein platziert hattest. Weißt du, warum oder was es bedeutet? Hat es mit den Schnatzern zu tun? Das Wissen einer Person kann weit sein wie die See. Doch seiner Tiefe sind Grenzen gesetzt. Gut. Darren. Schön, dich wiederzusehen, Darren. Hat Poppy dir schon alles erzählt? Das hat sie. Und ich bin froh, dass ihr beide sicher zurückgekehrt seid. Ich zweifelte an der Weisheit, euch auf einen Weg zu schicken, der bestenfalls unbekannt und schlimmstenfalls tödlich war. Aber der Weitblick der Zentauren ist weder persönlich noch einseitig. Der Himmel sagt uns, was kommen wird. Und oft verstehen wir nicht, was wir gesehen haben, bis es eingetreten ist. Du wusstest, dass die Wilderer Poppy und mich töten wollen? Ich kannte meine jungen Freunde noch nicht. Allerdings war ich auch nicht überrascht. Es war ganz so, wie ich unser erstes Treffen erwartet habe. Könnten wir vielleicht ganz von vorne anfangen? Das würde Poppy und mir sehr helfen. Ja, natürlich. Ich finde, das ist oft der beste Einstiegspunkt, nicht wahr? Vor vielen, vielen Monaten sah ich gewisse Ereignisse voraus, die ich lange nicht zuordnen konnte. Bis ihr mir von den Schnatzern und den Wilderen erzählt habt. Ich glaube, das Symbol, das durch den Tanz der Mondkälber entsteht, markiert den Ort, an dem die Schnatzer versteckt sind. Wie es der Zufall will, kenne ich diesen Ort. Bitte fahre fort. Ich habe dieses Symbol bisher nur einmal gesehen. An einer Felswand der Steilhänge im Wald. Dann ist Eile geboten. Die Schnatzer, die dort versteckt gehalten werden, sind vielleicht nicht mehr sicher. So. Was können wir mal was von unten weg? Bist du sicher, dass das Symbol zu den Schnatzern führt? Ich bin nicht sicher.
Doch so stand es in den Sternen. Das Schicksal nimmt seinen Lauf wie vorgesehen. Ich bin nur ein Bote. Das Glück ist uns wohl heute hold, dass du mir ein Symbol zeigst, dessen Ursprung ich erkenne, ist kein Zufall, sondern Schicksal. Was hast du denn so in den Stern gesehen? Du hast gewisse Ereignisse vorausgesehen, bevor sich unsere Wege kreuzten. Welche denn? Die Ankunft eines Fremden, die Bedrohung durch einen Feind und die Rückkehr eines alten Freundes. Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass ihr die Fremden, die Wilderer der Feind und die alten Freunde die Schnatzer sind. Ich sah auch zwei Orte, die damit verbunden sind. Die Höhle mit dem Mondstein und den Steinkreis, welcher in Mondlicht getaucht war. Okay, sind so die Schnatzer. Wenn du diesem Ort recht hast, sollten wir uns auf den Weg machen. Wir sehen uns dort. Wir dürfen die Schnatzer nicht noch einmal verlieren. Okay. Kann ich fliegen? Ja, könnte ich. Was will denn überhaupt hin? Müssen wir denn überhaupt hin? Hä? Der hat mir eine Karte jetzt angezeigt, aber bin ich jetzt gerade. Der zeigt mir einen Punkt an, aber ich weiß nicht, wo der. Wo ist denn der? Ist das hier? Ne, das ist das Avada Kedavra-Ding. Das, was war eigentlich gern, was ich gerne in der nächsten Folge dann machen würde. Sag mal, wollt ihr eigentlich verarschen mich gerade nur? Ihr wollt die ganze Zeit nur quatschen? Ich muss Level 28 erreichen. Aha. Aha, ein Schnatzer in der Hand. Perfekt, okay, perfekt. Dann haben wir das zumindest. Ich sag mal, warum wollt ihr eigentlich immer nur Gequatsche? Macht doch mal was! Hilft mir doch mal! Warum eigentlich immer? Warte mal, jetzt muss ich gerade gucken, wo wir hin müssen. Was hat die gesagt? Südwestlich von? Südwestlich von Brockboro. Das ist aber nicht das Ding jetzt hier, wo wir hin müssen. Jetzt muss ich jetzt ernsthaft auf der Karte dieses Dorf suchen, oder was? Ist blöde? Warte mal. Das ist ja nicht das hier, ne? Nee, ernsthaft nicht. Ist das das hier? Okay, das ist wieder irgendwas anderes. Hab ich das? Was? Hier? Warte mal. Ist das das hier? Oh, cool. Auch nicht? Bin ich? Wo muss ich denn da jetzt hin? Dann fliegen wir halt hin. Ist auf der Karte nicht finde. Ich dachte, ich könnte mir schon, können wir die Nummer mit dem Schnellreisepunkt machen. Nee, aber schon mal dicht. Das muss ja hier in der Richtung irgendwo sein, ne?
auch nicht. Warte mal. Das ist aber nicht das. Hier unten ist das. Oh! Warte mal. Kann ich das nicht irgendwie per. Purpuro? Aber hat der nicht irgendwie eine. Jetzt. Dann reisen wir dahin per Schnellreise. Das war jetzt eigentlich der Weg dahinter. So. Was ist aber, warte mal. Ist das Sissy? Was sein muss, muss wohl sein. Nee, du bist das nicht, oder? Warte mal. Ich will mal kurz den Punkt markieren. Ich bin ja jetzt im Backbogo. Das ist. Kann ich das Ding markieren? Auftrag verfolgen? Ja. Sollte hier absteigen. Da müssen wir hin. Einfach unglaublich. Ja. So, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Episode hier bei Let's Play Hogwarts Legacy. Bis dahin, tschüss. Auch wenn wir nicht viel auf die Reihe bekommen, sondern ein bisschen gequatscht haben.